Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Tageshoroskop am 20. August 2019. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont auf. Und mit diesem Energie beginnt den Tag. Also wirkt schon auf den Verlauf des Tages diese Löwe-Energie. Die Selbstdarstellung, etwas ins Licht zu bringen, Kraft, Stärke zu zeigen und auch Begeisterung. Solange bis Sonne noch in Tierkreiszeichen Löwe ist. Später kommt dann Jungfrau. Wenn die Sonne im Jungfrau sich bewegt, dann wird das so sein, dass bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Jungfrau in Osthorizont auf. Es nähert sich, aber ist noch nicht so weit. Kulminiert ist Uranus und Uranus zeigt Umbrüche und Veränderungen, besonders was die beruflichen und finanziellen Lage betrifft. Und es ist gut möglich, dass viele Menschen dieses Ziel haben, beruflich, finanziell etwas verändern, verbessern. Mond steht in ein Halbsextil zum einen rückläufigen Neptun. Mond und Neptun haben ähnlichen Essenz. Beide hat mit unserem Unbewussten was zu tun. Beide haben mit unseren Gefühlen, Sehnsüchten und Träume was zu tun. Jetzt ist gut möglich, unsere Träume zu verwirklichen. Vorausgesetzt ist, wir glauben daran und das, was wir gerade auch lernen. Wenn wir das aufgeben, wenn wir daran nicht glauben, dann kommen auch die Enttäuschungen. Und das kann bei Neptun-Energie auch passieren. Merkur bildet sich ein Trigon zum Jupiter. Es handelt sich um Gespräche, Verhandlungen, eine Nachricht oder irgendwelche Dokumente. Jupiter gibt die Chancenmöglichkeiten, das zu verbessern. Das kann auch ein Vertrag sein, was gerade eintrifft, oder eine gute Nachricht. Jupiter hat aber auch mit Gerechtigkeit oder einer rechtlichen Lage auch was zu tun und so kommt etwas in Bewegung. Dazu kommt noch ein Saturn-Einfluss, weil Saturn steht in ein Halbsextil zum Jupiter und Saturn hilft, all das in Ordnung zu bringen. Und es ist einiges zum Klären, weil es sind noch viel Unklarheiten sind da. Und das zeigt ein Merkur- und Saturn-Quinkungsaspekt. Das ist diese grüne Linie. Und genau diese Unklarheiten müssen wir jetzt aufräumen. Später, und das nähert sich schon, kommt noch ein Neptun-Einfluss dazu. Und das ist ein Quadrat. Es ist schon alles in Orbis bereit, das heißt, die Energie beginnt jetzt schon wirken und Neptun bringt das alles aus der Ruhe. Neptun führt zum Täuschungen und zum Enttäuschungen und das sind Einflüsse von außen, wo diese rechtliche Lage etwas erschwert. Da kommen Lügen, Intrigen oder jemand versucht, etwas vorzutäuschen und es entspricht nicht die Wahrheit. Mars bewegt sich schon im Jungfrau und das bedeutet, wir sollen unsere Kraft für etwas einsetzen und etwas in Ordnung bringen. Es zeigt auch unsere Kraft und das brauchen wir gerade bei Heilung. Entweder eine Situation, was uns kränkt, das klären. Oder bei Krankheiten, die innere Kraft ist die heilende Kraft zurzeit. Venus nähert sich zum Mars, ist schon im Grenzbereich, noch im Löwe, aber bald übergeht in Tierkreiszeichen Jungfrau. Und das kann eine Annäherung sein, ein Treffen. Bei Mars und Venus handelt sich natürlich um die Liebe,
Partnerschaft. Und das war mein heutigen Tageshoroskop. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.